erstmal Servus. Schön, dass ihr dabei seid. Und zwar gibt es etwas Besonderes. Ein Kochduell. Und ich stelle mich der Konkurrenz. Barilla. Pesto Genovese. Ich mache frisches Pesto Genovese. Und dazu gibt es auch noch hier dieses nahezu Fertiggericht. Meine Kinder entscheiden dann, was besser ist. Ich bin gespannt und schauen wir mal nach meinen Zutaten. Das wären folgende. Für die Version mit Barilla die 350 Gramm Spaghetti und das Gläschen Barilla. Für meine Version mit den frischen Zutaten Olivenöl, die Pinienkerne, den Parmesan, Knoblauchzehen, Basilikum nehme ich tiefgefrorenes, dann Salz und Pfeffer, jeweils einen Teelöffel und natürlich 600 Gramm Spaghetti, die dürfen nicht fehlen. Wir machen nun die Spaghetti in das Salzwasser. So, lassen es 6 Minuten lang köcheln, möglichst bis fest. Der Ablauf ist folgender. Zuerst die Pinienkerne und das Olivenöl in den Pürierteller. Das verquirlen wir sehr schön und dann kommt das Basilikum dazu. Gewürze und der Knoblauch. Und danach geben wir das Parmesan von Hand unter die Paste, unter das Pesto, damit es nicht ganz so fein wird. Fangen wir an. Geben wir zuerst das Öl hinzu, dann die Pinienkerne. Und verquirlen das Ganze. So, jetzt kommt das Basilikum hinzu. Jetzt geben wir den Parmesan hinzu. Und rühren das Ganze gut durch. Fangen wir mit Barilla an. Wir gießen jetzt die Nudeln ab. Sofort in den Topf zurück. Und geben gleich das ganze Glas Barilla hinzu. So, und das Ganze dann gut durchmengen. Kommen wir zu meiner Version. Auch hier werden die Nudeln abgegossen. Die kommen dann gleich sofort wieder in den Topf zurück. Und das Pesto kommt auch hier gleich in den Topf hinein. Alles muss man umrühren. Schön umrühren, damit sich alles schön fein verteilt. Herrlicher Knoblauchgeruch steigt mir hier so gleich in die Nase. So sieht die Version aus, die ich gekocht habe. Und so sieht die Version aus von Barilla. Und das gebe ich jetzt jeweils auf den Teller und lasse meine Kinder entscheiden, was besser schmeckt.
schauen wir uns die Bewertung meiner Kinder etwas genauer an. Barilla ist links, rechts ist mein Pesto Genovese. Barilla hat hier 6 Punkte, hier 9 Punkte. Und hier hat Barilla 7 Punkte und mein Essen hat 10 Punkte. Ja, die Entscheidung fällt zu meinen Gunsten aus. Obwohl ich sagen muss, Barilla schneidet hier eigentlich auch recht gut ab. Ich möchte das Ganze auch noch selbst probieren. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Das mit Barilla schmeckt auch nicht schlecht. Muss ich ehrlich sagen. Aber muss ich echt sagen, total schmeckt meins noch etwas besser. Man schmeckt den Knoblauch besser raus und auch den Parmesan. Auch das Olivenöl kommt viel deutlicher zur Geltung. Die Entscheidung ist gefallen, zu meinen Gunsten. Aber wenn man den Aufwand gegenüberstellt mit Originalzutaten etc., dann schneidet Barilla eigentlich fast besser ab wie ich. Das ist so. Meine Kinder haben entschieden. Aber wir sind am Ende angekommen und das gibt es jetzt als Mittagessen. Einmal Barilla und einmal meine Version. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Nobis Kochduell. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.